Wir wollen diesen ganzen Abend überschreiben, was kommt als nächstes auf Israel zu. Gog von Magog im Anmarsch auf das Heilige Land. Ich lese auszugsweise aus Hesekiel 38 und 39. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, wende dich gegen Gog, der im Lande Magog ist, der oberste Fürst in Mesech und Tubal, und weissage von ihm und sprich, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Tubal, siehe, ich will dich herumlenken und will dir einen Zaum ins Maul legen und will dich herausführen mit all deinem Heer, Ross und Mann, die alle wohlgekleidet sind, und ist ihrer ein großer Haufe, die alle Tatsche und Schild und Schwert führen. Du führest mit dir Perser, Mohren und Libyer, die alle Schild und Helm führen. Dazu Gomer und all sein Heer samt dem Hause Togarma, das gegen Mitternacht liegt, mit all seinem Heer. Ja, du führest ein großes Volk mit dir. Wohlan, rüste dich wohl, du und alle deine Haufen, die bei dir sind, und sei du ihr Hauptmann. Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden. Zur letzten Zeit wirst du kommen in das Land, das vom Schwert wiedergebracht ist und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit Wüste gewesen sind, und nun ist es ausgeführt aus den Völkern und wohnen alle sicher. Dazu noch Hesekiel 39, Vers 5 und 6, du sollst auf dem Felde da niederliegen, denn ich, der Herr, Herr, habe es gesagt. Und ich will Feuer werfen über Magog und über die, die auf den Inseln sicher wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Soweit auszugsweise die Schriftlesung. Wir werden im Verlaufe der Abendstunde auf die einzelnen Verse noch zu sprechen kommen. Gog von Magog im Anmarsch auf das Heilige Land wird nach unserer Kenntnis das nächste sein, das nächste größere Ereignis, was auf Israel zukommt. Wer die Geschichte Israels kennt, weiß, dass Israel als das Heilsvolk von den Völkern immer gehasst wurde. Wir haben es gehört, als wir uns zur dritten Verkündigungsstunde hier versammelt, die Erwählung Israels, ein Segen für alle Völker, wie immer wieder die umliegenden Völker versucht haben, den Heilsträger Israel umzubringen, um Jesu willen. Denn aus Israel kommt Jesus Christus, der Welterlöser. Das Heil kommt aus den Juden. Nun lesen wir hier mitten im Propheten Hesekiel, dass sich das Volk Israel im Lande der Väter gesammelt hat. Das haben wir gestern eindrücklich in einer Stunde vernommen. Ich habe einmal eine Bibelwoche über Israel mit 10 Verkündigungsstunden gehalten. Nun, was kann ich in einer oder in zwei Stunden sagen? Aber Sie haben trotzdem gemerkt, wie spät es an dem Zeiger der Welt nur Gottes ist, als wir uns gestern Abend vor die Seele stellten, wie der Herr sein Volk wieder sammelt. Wie sich alles erfüllt, was im Alten und Neuen Testament durch die Propheten, durch die Apostel und auch durch den Jesus geweissagt ist. Nun steht hier in Hesekiel 38 und 39, wenn sich Israel wieder im Lande der Väter gesammelt hat, Vers 8, nach langer Zeit ist nach Vers 8 aus vielen Völkern zusammengekommen, nämlich auf die Berge Israels. Wenn Israel mit war, weiß, dass das Mittelgebirge von Israel ein Kalksteingebirge ist. Die Saron-Ebene, das Jordantal, die Ebene Jezreel gibt es dort, der liebliche See Genezareth. Aber sonst besteht Israel sehr viel aus Bergen. Berge, die zum Teil in Hebron bis über 900 Meter über den Meeresspiegel emporragen. Der Ölberg 827 Meter. Und nun lesen wir hier, Israel ist wieder im Lande, ist aus den Völkern zusammengerafft, ist von dem Schwerte wiedergebracht. Alle Verfolgungen haben das Volk nicht ausrotten können. Wir lesen dann weiter, besonders in Vers 11. Israel wohnt ohne Mauern da, ohne Riegel und ohne Tore. Und nun in Vers 12 zum Schluss. Das Volk ist aus den Heiden zusammengerafft, hat sich in die Nahrung und Güter geschickt und wohnt mitten auf der Erde. Das haben wir alles bereits in dieser Woche vernommen. Das ist uns bekannt. Einige von uns waren in Israel. Die anderen wissen es aus den Mitteilungen durch die Weltpresse, durch das, was Bücher oder Zeitschriften oder Dia-Vorträge oder uns andere von Israel erzählt haben.
Und nun, in dem Augenblick, wo sich Israel in dem Lande der Väter versammelt, wo der Geist Gottes über Israel noch nicht ausgegossen ist, denn wir lesen erst im Schluss von Hesekiel 29, ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen. Also in dieser Zeitspanne, wo Israel noch nicht erlöst ist, wo Israel noch nicht den Geist Gottes bekommen hat, wo Israel eine nationale Auferstehung erlebte, aber noch keine geistliche Wiedergeburt. In dieser Zeit kommt ein furchtbares Unglück über Israel. Ein Völkerfürst, der mit 5 Namen genannt wird, überfällt das Land und das Volk Israel. Es sind entsetzliche Schreckenstage. Es ist ein derart großes Heer, dass wir in Kapitel 39, Vers 9 lesen, sie werden 7 Jahre lang die Waffen einschmelzen. Ich darf es so modern für unsere Zeit ausdrücken. Und Hesekiel 39, Vers 12, sie werden 7 Monate die Leichen der Gefallenen beerdigen, die bei diesem Heereszug über Israel, in Israel zugrunde gegangen sind. Wenn wir nun dieses Wort recht verstehen wollen, müssen wir es in der Gesamtschau des ganzen Propheten Hesekiel sehen. Und die Gesamtschau des ganzen Propheten Hesekiel zeigt uns, dass Hesekiel eine neutestamentliche Botschaft hat. Hört sich etwas seltsam an, aber ich muss das immer wieder betonen, weil viele Gläubige diesen seltsamen Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament machen. Und wir haben doch gemerkt, dass Altes und Neues Testament eine völlige Einheit ist. Dass viele Dinge aus dem Alten Testament in Christum erfüllt sind. Wenn wir an die Zeremonialgesetze denken, die wir nicht mehr tun müssen mit dem Opfer und mit den anderen Dingen, die Israel tun musste. Aber das ganze Alte und Neue Testament ist doch eine völlige geistliche Einheit. Hört sich etwas seltsam an, wenn ich sage, eine neutestamentliche Botschaft. Ich tue es aus dem Grunde, weil viele Gläubige mal das Alte Testament so ein bisschen abtun, ist Gesetz, da stehen so viele Kriege drin und einer bringt den anderen um und wir verstehen vieles nicht und da offenbart sich so der Rache Gott und es gibt so ganze Bücher, mit denen wir nichts anzufangen wissen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir den Propheten Hesekiel durchlesen, merken wir die Geisteseinheit zwischen Alten und Neuen Bund. Warum? Hesekiel hat nur eine Botschaft, die wir diese Woche ganz neu wieder vernommen haben und worauf sich unser Leben und Sterben aufbaut. Und diese Botschaft ist die Botschaft von Golgatha und lautet Gericht und Gnade. Mehr steht nicht in der Bibel. Darum geht's heute Abend. Gericht und Gnade. Wer die Gnade von Golgatha nicht will, bekommt das Gericht. Wer aber in der Gnade von Golgatha erlöst ist, kommt nicht mehr in das Gericht. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christum Jesum sind. Das ist eine eindeutige Aussage der Bibel. Und so lesen wir es gerade in den Schriftpropheten, in den sogenannten großen Propheten, Hesekiel, Jesaja, Jeremia. Sie haben immer diese eine Botschaft, das Gericht kommt über Israel. Warum? Weil Israel die Gnadenhand Gottes zurückstößt. Und wenn Sie den Propheten Hesekiel aufmerksam durchlesen, ist vom 1. bis zum 24. Kapitel das Gericht über Jerusalem und das Südreich Juda geweissagt. Vom 25. bis 32. Kapitel ist das Gericht über die Völker geweissagt, die um Israel herumwohnen und direkt mit Israel zu tun haben. Dass wir also sagen müssen, die ersten 32 Kapitel im Propheten Hesekiel, Gericht. Wenn wir das 24. Kapitel aufmerksam durchlesen, vernehmen wir, dass dort die Botschaft kommen wird, Jerusalem ist gefallen. Und damit ist das Gericht im Jahre 586 furchtbar über Israel gegangen. Aber dann sehen wir, dass der Prophet auch eine ganz besondere Gnadenbotschaft zu verkündigen hat und dass vom 33. Kapitel der zweite Hauptteil kommt, der sich in unseren Tagen anfängt zu erfüllen. Da lesen wir Hesekiel 33, Israel wird von Hesekiel als Wächter betreut. Oder anders gesagt, Hesekiel wird zum Wächter über Israel bestellt.
Kapitel 1, 2 und 3 wird wiederholt. Du Menschenkind, ich stelle dich zum Wächter über das Haus Israel. Jetzt kommt Kapitel 34. In Kapitel 34 lesen wir, dass sich der Herr seines Volkes wieder selbst annimmt. Der Herr sagt zum Beispiel in Vers 11 von Kapitel 34, siehe, ich will mich meine Herde selbst annehmen und sie suchen. Vers 13, ich will sie von allen Völkern ausführen. Nun, das ist uns bekannt. Hier beginnt die Sammlung Israels, wie wir es gestern hörten, dass zwar Gott sein Volk nicht verstoßen hat, dass aber das Volk einschrie, hinweg mit ihm ans Kreuz mit ihm. Der Herr wendet sich jetzt besonders dem Volke Israel wieder zu. Kapitel 34, der Hirte Israel sucht seine verlorenen Schafe. Kapitel 35 und 36, es geht um das Land. Besonders wenn wir Kapitel 36 lesen, im ersten Vers, ihr Berge Israels, höret das Wort des Herrn. Oder Kapitel 36, Vers 4, Berge, Hügel, Bäche, Täler, Wüsten, verlassene Städte. Oder Vers 6, Berge, Hügel, Bäche, Täler. Hier wird das Land angesprochen, dass das Land Israel von der 2000-jährigen Knechtschaft und dem Zertretenwerden der Völker löst wird. Gestern Abend hörten wir etwas von Kapitel 37. Die Totengebeine werden lebendig, Israel wird wieder ein Volk, Haut, Fleisch, Adern wächst darüber, der Volkskörper bildet sich. Hesekiel 37, 8 zum Schluss ist unsere gegenwärtige Zeit, aber es ist noch kein Odem in ihnen. Hier kommt der große Unterbruch und Hesekiel weissagt für die Zukunft, dass Israel mit dem Lebensodem erfüllt wird. Es gibt nur noch ein Israel von Vers 15 bis Vers 28, nicht mehr Nordreich Israel und Südreich Juda, sondern nur ein vereinigtes Israel. Es steht sogar hier etwas von dem Heiligtum und von dem König David, der das Volk Israel weiden wird. Und nun mitten in dieser Aufbauphase hinein kommt der Überfall des Gog von Magog. Ist der Überfall von Gog von Magog geschehen, lesen wir in Kapitel 40 bis 48, dass der Herr nach diesem Überfall in Sonderheit unter seinem Volke Israel wieder wohnen wird. Soweit also jetzt der Überblick. Hesekiel 38 und 39 steht in dieser Aufbauphase, ist in diesen Augenblicken der Heilsgeschichte zu erwarten. Israel ist noch nicht erlöst und bekehrt. Das Heiligtum Gottes steht noch nicht unter dem Volk. Es ist noch nicht wiedergeboren, aber es ist auf den Völkern gesammelt. Es hat sich in die Nahrung der Güter geschickt. Es wohnt mitten auf der Erde. Es ist nach Hesekiel 38, Vers 11 ein Land, das ohne Mauern da sitzt. Und daraus merken wir, das ist heute. Und sehen Sie, da sind wir gleich beim ersten Hauptpunkt. Diese Prophetie hat sich bisher noch nie erfüllt. Wir wissen aus der Geschichte über das Ergehen Israels und der Juden so gut wie alles. Die Juden haben über ihre eigene Geschichte von der Kreuzigung Christi bis heute dicke, dicke Geschichtsbücher geschrieben. Sie haben große gelehrte und berühmte Männer gehabt in der Zeit, wo Israel 2000 Jahre lang in der Verstockung gegen den Messias Jesus Christus war. Und aus dieser Zeit weiß man von nichts, dass je ein Völkerfürst, der Gog von Magog genannt wird, über Israel hergefallen wäre. Man weiß auch nichts aus der Zeit vor Christi Geburt. Man weiß von diesen und jenen Völkern, man weiß von den Skythen und anderen kaukasischen Völkern. Zur Zeit Jesu gab es sogar in der Nähe vom See Genezareth eine Stadt, die Skythopolis, zur Erinnerung, dass die skythischen Völker dort mal waren. Aber man weiß nichts von dem Gog von Magog. Also, es ist noch nicht erfüllt. Jetzt lesen wir die genaue Zeitangabe. In Vers 8 heißt es nach langer Zeit. Es heißt dann im zweiten Satz, zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen. Das gleiche Wort haben wir in Vers 16. Du wirst heraufziehen über mein Volk Israel wie eine Wolke, das Land zu bedecken. Solches wird zur letzten Zeit geschehen. Eindeutig, die letzte Zeit ist jetzt. Jetzt, wo sich Israel aus den Völkern sammelt. Vers 8, aus vielen Völkern zusammengekommen. Vers 12, aus den Heiden zusammengerafft und sich in die Nahrung und Güter geschickt hat. Das ist heute. Vers 11,
Das Land sitzt ohne Mauern da. Ich habe Ihnen eben empfohlen, dieses Heft von dem Konrad Buttermeier zu lesen, der im Jahre 1931 über Gog von Magog geschrieben hat. Was sagt das prophetische Wort über Russland? Er sagt zu dem 11. Vers, wenn das Land ohne Mauern da ist, dann wird Israel in offenen Landgütern wohnen. Im Jahre 1931 kennt er noch nicht das Wort Kibbutz. Kibbutz ist eine landwirtschaftliche Siedlung. In Israel gibt es 250 Kibbutzim und 450 Moschawim. Das sind landwirtschaftliche Siedlungen, die ohne Mauern dasitzen. Zur Zeit der Bibel gab es 250 Orte in Israel, heute gibt es über 800. Und sie sitzen alle ohne Mauern da. Jerusalem ist so groß geworden, und das steht auch in der Bibel, Zacharia 2, Vers 8, dass es ohne Mauern bewohnt wird. Die Altstadtmauer hat man restauriert, man lässt sie als schönes Andenken stehen. Aber sonst gibt es in Israel keine Mauern. Wir merken also, das ist unsere heutige Zeit. Bis zum Jahre 1918, bis in den Ersten Weltkrieg hinein, hatten die Städte immer noch Mauern. Sie sind überflüssig durch die heutige Waffentechnik. Der erste Punkt ist klar. Diese Schrift hat sie bisher noch nie erfüllt. Die genaue Zeitangabe sagt uns, es muss sich jetzt erfüllen, in der Zeit, wo Israel im Lande ist, wo es ohne Mauern dasitzt. Bevor wir in den Text hineingehen, wissen wir als Bibelleser, und das ist eine zweite Rückfrage an den Text, dass Offenbarung 20 ebenfalls von Gog und Magog die Rede ist. Wenn Sie das Buch der Offenbarung aufschlagen, lesen Sie Offenbarung 20 in Vers 7 und 8, dass der Satanas, nachdem 1000 Jahre vollendet sind, aus seinem Gefängnis los wird. Er wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, den Gog und den Magog. Und nun gibt es Schriftausleger, die können das beides nicht vereinen. Die sehen es zum Teil in einem Geschehen. Wir können das nicht. Denn eindeutige Aussage von Offenbarung 20, Vers 7 und 8 ist, dass nach den 1000 Jahren, wo der Herr als König auf der Erde regierte, wo der Satan gebunden war und los wird, dass der Satan die Völkermassen von den vier Enden der Erde verführt, die als Gog und Magog bezeichnet werden. Hier geht es also nicht nur um den Gog von Magog aus dem Norden, sondern hier hat man eine sogenannte stationäre Bezeichnung. Stationäre Bezeichnung heißt, in den Völkern nach dem tausendjährigen Reich ist die Gesinnung, die im Gog von Magog war. Und diese Gesinnung lautet gegen Israel, gegen den Herrn, gegen die Heiligen, Vers 9, und gegen die geliebte Stadt, Offenbarung 20, Vers 9. Das heißt hier Gog von Magog. Wenn zum Beispiel jemand ein tüchtiger Kaufmann ist und er ist so tüchtig, dass er andere Leute immer so ein bisschen betrügt und sich reich macht und er ist irgendwie ein Deutscher oder ein Franzose oder ein Engländer, da sagt man, um diesen Menschen zu bezeichnen, das ist aber ein Jude, um zu zeigen, was für ein tüchtiger Geschäftsmann er ist. Das ist ein stationärer Begriff. Wenn irgendetwas getan wird, wenn irgendeiner etwas tut, dann wird er mit einem bestimmten Namen belegt. Und so glauben wir hier, dass Offenbarung 20, weil es heißt von den vier Enden der Erde, weil es nach dem tausendjährigen Reich ist, dass das ein stationärer Begriff ist, man möchte fast sagen, ein Gütezeichen, ein Merkmal für die Schlechtigkeit der Menschen. 1000 Jahre Friedensreich haben sie nicht umändern können, sie lassen sie noch einmal vom Satan verführen. In der Gesinnung von Gog und Magog ziehen sie gen Jerusalem. Wenn wir nach Hesekiel 38 zurückkehren, dann müssen wir sagen, das ist vor dem tausendjährigen messianischen Reich, denn der Messias ist in Hesekiel 38 noch nicht gekommen. Warum nicht? Weil in Hesekiel 38 nicht der Messias selber eingreift, sondern die Naturkatastrophen über den Gog von Magog kommen. Wir lesen zum Beispiel Hesekiel 38 ab Vers 9, es wird Zittern im Lande Israel sein. Ab Vers 19. Ab Vers 20, die Vögel zittern in der Luft, die Tiere auf dem Felde, die Fische im Meer. Ein furchtbares Luft- und Seebeben wird sein. Vers 22, Pestilenz, Blut, Platzregen, Schloßen, Feuer, Schwefel. Wir merken,
Gog von Magog wird durch Naturkatastrophen vernichtet. Beim antichristlichen Reich ist es anders. Da kommt der Herr wieder und wird den Antichristen umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Und dann beginnt das messianische Friedensreich. Und nachdem das nach 1000 Jahren vollendet ist, dann erst kommt Offenbarung 20, Vers 7, 8 und 9, wo von den vier Enden der Erde die Völker als Gog und Magog bezeichnet, noch einmal gegen Jerusalem ziehen. Wir müssen also sagen, Hesekiel 38 und Offenbarung 20. Zwar der gleiche Name, aber zwei verschiedene Ereignisse. Und damit habe ich das Stichwort zum dritten Punkt gegeben. Manche Schriftausleger sagen, gerade aus dem letzten Jahrhundert, so bis zum Ersten, Zweiten Weltkrieg, Gog von Magog und der Antichrist, das ist völlig eins. Alles zieht in der Völkerschlacht bei Harmagedon gegen Jerusalem, dann kommt der Herr und wird sie alle mit dem Hauch seines Mundes umbringen. Wir müssen sagen, nein. Wenn Sie jetzt auf unseren Plan hier sehen, dann merken Sie, dass ein großer Unterschied besteht. Erstens, die Herrschaftsbereiche des Gog von Magog und des Antichristen sind total verschieden. Warum? Weil wir hier lesen, dass dieser Gog von Magog, von Rosch, Mesech und Tubal, dass er aus dem Norden kommt, während das antichristliche Reich, ich habe es hier eingezeichnet, die vier Weltreiche nach dem Propheten Daniel, das wird uns morgen ganz besonders bewegen, und dann das endliche antichristliche Reich, das hat ein ganz anderes Herrschaftsgebiet. Schauen Sie, von Israel aus gesehen, wir haben hier Jerusalem. Ich kann auch hier Jerusalem zeigen, aber ich zeige Sie auf der linken Seite, damit Sie es alle besser sehen. Wenn ich von Jerusalem aus nach Norden gehe, dann sehe ich im Norden von Israel hier, zur Zeit Jesu, einen riesengroßen weißen Fleck auf der Landkarte. Dieser große weiße Fleck wird bezeichnet als Sarmatia. Und ganz links sehen wir etwas, die Lateiner sagten, Germania. Wir sehen aber dann über dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer Völker, die als Mesech und Tubal bezeichnet wurden. Das also zur Zeit des Alten und Neuen Testamentes von Norden, von Jerusalem und Israel aus gesehen, im Norden Mesech und Tubal waren. Wo war aber der Antichrist? Das antichristliche Weltreich vollzieht sich ja, das werden wir morgen Abend noch sehen, in den vier alten Reichen, die schon einmal da waren. Erst war das Babylonische Reich, das ist hier am Euphrat und am Tigris. Dann war das Medo-Persische Reich, das geht hier nur, hier sieht man Media, und hier weiter noch nach Osten. Dann kam das Griechische Reich, hier ist Griechenland, mit Mazedonien, mit der heutigen Türkei, mit Syrien und mit Ägypten. Und dann kam das vierte Weltreich, das Römische Reich. Das Römische Reich herrschte hier von der arabischen Wüste über Ägypten, über Kyrenika, dort kam Simon von Kyrene her, der Jesus das Kreuz nachtrug, über die Provinz Afrika, über Numidia, über Mauretania, Hispania, das heutige Spanien, Gallia, das heutige Frankreich, Britannia, das heutige England, halb durch Germania, das heutige Deutschland, Illyricum, das heutige Jugoslawien, mit Rätia, der heutigen Schweiz, mit Noricum, dem heutigen Österreich, mit Italia, dem heutigen Italien, wieder hinunter nach Griechenland, am Schwarzen Meer herüber, über Armenien, Medien, Persien zurück. Das waren die Grenzen der vier alten Weltreiche. Das antichristliche Reich wird genau in diesen vier alten Weltreichen wieder entstehen. Das werde ich morgen Abend noch erklären. Und wir sehen auf beiden Landkarten, das war zur Zeit Jesu, die Weltreiche. Das ist heute, was sich bildet, das antichristliche Reich. Und wir sehen, die Grenze, die geht an Elbe-Donau oder an Rhein-Elbe-Donau hinunter zum Schwarzen Meer, rüber zur arabischen Wüste. Beide Grenzen sind völlig gleich. Was jetzt nördlich davon ist, das war früher Mesech und Tubal. Heute heißt das der gewaltige Ostblock mit seinen Satellitenstaaten. Dass wir also sagen müssen, antichristliches Reich und Gog von Magog sind zwei total verschiedene Reiche und Herrschaftsgebiete. Ihre Grenzen stoßen zwar ein Stück aneinander, aber sie liegen total auseinander. Das ist das Erste. Die Landkarte zeigt es uns ganz deutlich. Jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Wenn wir von dem Gericht des Antichristen lesen,
dann wissen wir ja, nach Offenbarung 16, Vers 16, als einer zentralen Stelle, ich sage das immer, wenn wir in Megiddo sind, dort steht das sogar in englischer und hebräischer Sprache zu lesen, hat das Touristenministerium angebracht, einen Spruch aus dem Neuen Testament, Offenbarung 16, Vers 16, er hat sie versammelt an einem Ort, der da heißt auf Hebräisch Harmagedon. Der Antichrist mit seinen Heeren wird gerichtet in Harmagedon. Wo liegt Harmagedon? Harmagedon liegt am Berge Karmel. Beginnt mit der Sebulon-Ebene bei Haifa, zieht sich 35 Kilometer lang am Karmel entlang, nimmt dann die ganze Ebene Jezreel ein, bis zu den Bergen von Samaria, bis in das Tal Dothan, wo Josef von seinen Brüdern verkauft wurde, bis rüber zu den Bergen von Nazareth, bis zum Berg Tabor, bis zum Hügel Moreh, wo Gideon mit seinen 300 Mann war, bis zu dem Örtlein Na'in, der dort liegt, bis nach Endor, wo die Hexe von Endor war, bis zu den Bergen von Gilboa. Von da aus, von den Bergen von Gilboa, geht die Ebene Jezreel, Harmagedon, bis hinunter zur Jordanebene. Ein riesengroßes Tal liegt von Jerusalem aus gesehen Luftlinie circa 130 bis 150 Kilometer im Norden. Dort wird der Antichrist vernichtet. Dazu sagt das Neue Testament Harmagedon. Har heißt Berg, bis heute in Israel. Harim sind die Berge. Har ist der einzelne Berg. Und Megiddo hat sich von Megiddo gebildet. Harmagedon, der Berg von Megiddo. Und wer mit in Megiddo war, erinnert sich, dass am Fuße des Berges Karmel dieser kleine Berg ist, wo Megiddo drauf liegt, das über 20 Ausgrabungsschichten hat. Zerstört, aufgebaut, zerstört, aufgebaut, zerstört, aufgebaut. X-mal zerstört und aufgebaut. Und dieser kleine Berg dort bei Megiddo, am Fuße des Berges Karmel, heißt Harmagedon und drumherum ein riesengroßes Schlachtfeld. Alle Völker haben dort gekämpft. Sogar Napoleon 1799, die Türken gegen die Engländer 1917, 1948 Israel gegen die Araber. Das ist das Aufmarschgebiet des Antichristen, Harmagedon. Circa 150 Kilometer, ich sage eine runde Zahl, nördlich von Jerusalem. Jetzt lesen wir aber in Hesekiel 38 etwas ganz anderes. Begräbnisplatz für den Gog von Magog ist ja nicht Harmagedon, sondern wir lesen Hesekiel 39, Vers 11, und soll zu der Zeit geschehen, da will ich Gog einen Ort geben zum Begräbnis in Israel, nämlich das Tal, da man geht am Meer gegen Morgen. Hier ist das Tote Meer gemeint. Die Ostseite ist am Morgen, wo die Moabiter wohnten, wo heute Jordanien ist. Also, dass die vorübergehen, sich davor scheuen werden, wenn man da selbst Gog mit seiner Menge begraben hat. Und soll heißen Gogs Haufental. Vers 15 wird Gogs Haufental hebräisch genannt. Vers 16, so soll auch die Stadt Hamona heißen. Hamona heißt Haufenstadt. Wo liegt denn nun Hamona, die Haufenstadt? Sie liegt von Jerusalem aus gesehen circa 100 Kilometer südlich. Denn das Tote Meer ist genau 78 Kilometer lang. Und wenn man von Jerusalem zum Toten Meer runter will, da muss man erstmal 25 Kilometer Richtung Jericho fahren und dann fährt man 78 Kilometer am Toten Meer entlang und dann beginnt die sogenannte Arava und dann fährt man 195 Kilometer, bis man zum Roten Meer kommt nach Elat. Jetzt müssen wir eine Landkarte hier vor uns haben, um uns das zu vergegenwärtigen. Nun sehen wir, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Antichrist wird gerichtet 150 Kilometer nördlich von Jerusalem, Harmagedon genannt. Gog von Magog wird gerichtet in der Haufenstadt, die Hamona heißt, circa 100 Kilometer südlich von Jerusalem. Da liegen also runde 250 Kilometer dazwischen. Wir müssen hier bei diesem Punkt sagen, das Verhältnis zwischen dem Antichristen und dem Gog von Magog ist das, zwei ganz verschiedene Ereignisse, zwei ganz verschiedene Reiche, ihre Herrschaftsbereiche decken sich nicht. Der eine ist im Norden, der andere hat den ganzen Mittelmeerraum. Dann ihre Beerdigungs- oder Schlachtorte heißen einmal Harmagedon, dann Hamona, liegen 250 Kilometer auseinander. Und dann lesen wir,
Und hier spüren wir, dass sich hinter diesem Gog von Magog die Beutegier des plumpen russischen Bären verbergen muss. Er will rauben und plündern. Vers 12. Auf dass du rauben und plündern mögest und deine Hand lassen gehen über die verstörten Erder. Wer 1945, 46 miterlebt hat, weiß, als Woyna alle war und Hitler kaputt, wie man geraubt und geplündert und Eisenbahnwaggon nach Eisenbahnwaggon in den Osten geschafft hat. Das ist die Beutegier dieses unheimlichen Fürsten aus dem Norden. Beim Antichristen lesen wir das nicht. Was will der Antichrist denn? Der Antichrist will geistliche Weltherrschaft über die Seelen, dass sie alle im Antichristen den Teufel anbeten. So lesen wir es in der Offenbarung 13. Morgen und übermorgen wird uns das noch ganz besonders bewegen. Also dieser Punkt ist auch klar. Wir können es nicht anders sehen, dass wir sagen müssen, und jetzt gehen wir wieder nach der Reihenfolge, das nächste Ereignis wird sein, dass Gog von Magog in Israel einfällt, dass Gog von Magog zugrunde gerichtet wird, mit furchtbaren Naturkatastrophen, dass sie 7 Jahre die Waffen einschmelzen, 7 Monate die Leichen beerdigen. Überlegen Sie mal, 7 Jahre die Waffen einschmelzen, was hier für eine lange Zeitspanne ist. Und dass nach diesem Ereignis, so glauben viele Schriftausleger heute, Israel eine lange Atempause bekommt, dass die Völker der Welt mit Israel buhlen und Freundschaft suchen wollen, wenn sie erleben werden, wie dieser Gog von Magog zugrunde geht, und dann wird dieser berühmte Bund geschlossen zwischen Israel und dem Antichristen, der 7 Jahre dauert, das hören wir noch in den nächsten Tagen, und mitten in den 7 Jahren wird der Bund gebrochen. Und die größte Judenverfolgung aller Zeiten beginnt durch den Antichristen. Wenn wir das in Stichworten sagen würden, und ich wiederhole mich von gestern Abend, das Erste, was Gott mit Israel tut, Sammlung aus den Völkern. Das Zweite, der Staat Israel wird aufgebaut. Das Dritte, nachdem der Staat Israel aufgebaut ist, fangen sie an, den Herrn, ihre Väter, Gott zu suchen. Sie sind immer noch am Suchen, sie haben ihn noch lange nicht gefunden. Das Vierte, Gog von Magog fällt über Israel. Das Fünfte, nachdem Israel etwas Luft bekommen hat, sie schließen einen Bund mit dem letzten Weltenherrscher, der natürlich nicht Antichrist heißt, die Bibel nennt ihn so, der einen ganz anderen Namen haben wird. Dann wird Israel in die Verführung gehen, dann wird Israel durch die Trübsal gehen, dann wird Israel nach dem Messias schreien, wenn sie fast alle umgebracht sind, 2/3 sind dahin, dann kommt der Messias und Israel wird erlöst. Das also, auch Konrad Bussemer, von dem gottbegnadeten Prediger, wo ich Ihnen eben das Heft gezeigt habe, meint in seinem Heft von 1931, dass Gog von Magog zuerst kommt und der Antichrist zuletzt, weil beim Antichristen und seinem Auftreten der Herr direkt und selbst wiederkommt, um sein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wer ist dieser Gog von Magog? Das Wort Gog bedeutet der Hohe, der Gewaltige, der Erhabene. Das Wort Gog findet sich wieder in dem Wort Kauk, Kaukasus Khan. Ein Khan, wir denken an den Aga Khan, ist ein Stammesführer, zum Teil bei den 50 Millionen momedanischen Völkern, die in Südrussland wohnen. Überhaupt in diesen Sprachen ist ein Khan ein hoher, erhabener Stammesführer. Kauk, Kaukasus und Gog hängt zusammen. Es weist also, von Israel aus gesehen, wir tasten uns jetzt langsam vor nach Norden, denn der Kaukasus liegt ja bekanntlich hier zwischen dem Schwarzen und zwischen dem Kaspischen Meer. Niemand anders als der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, der im Jahre 37 nach Christus geboren wurde und 100 nach Christus starb, beschreibt den Gog von Magog als die skythischen Völker, Mesech und Tubal bezeichnet, die barbarischen Völker, die nördlich des Schwarzen Meeres wohnen. Auch der griechische Geschichtsschreiber Homer bezeichnet diese Völker so. Jetzt fragen wir, wer ist der Magog? Magog bedeutet ausbreiten oder wachsen. Gewaltige Ausbreitung auf einer riesengroßen Fläche. Wir fragen, entspricht das mit dem Gog von Magog? Wir müssen sagen, ja. Es beginnt an der Elbe und geht bis Wladiwostok. Es beginnt hier unten
am Schwarzen Meer und geht bis in die letzten Spitzen zum Nordpol hinauf. Es stimmt also, Magog ausbreiten, auf einer gewaltigen Fläche ausbreiten. Jetzt kommen wir zu dem nächsten. Es heißt hier in Vers 3 von Ezekiel 38, Mesech. Mesech und Tubal. Mesech heißt, ich habe in Besitz genommen und erworben, was ich anderen geraubt habe. Stimmt das? Ja, stimmt. Nicht nur durch den Zweiten Weltkrieg, die Expansionspolitik der Zaren begann im 16. Jahrhundert, dass sie vom Kernrussischen Reich die Riesenfläche in Erwerb und Besitz nahmen, die sie heute ausmacht. Was heißt Tubal? Tubal heißt vom Hebräischen übersetzt Schmied, der Waffen anfertigt. Waffenschmied. Wer hat heute die größte Waffenschmiede der Welt? Doch nicht Amerika, sondern Russland. Wir tasten uns immer näher und müssen sagen, wer ist denn dieser entsetzliche Gog von Magog? Dr. Martin Luther übersetzt zweimal in Vers 2 und 3, der oberste Fürst. Wo Luther Oberst übersetzt, steht im Grundtext Rosch. Das Wort Fürst wird mit Nasi übersetzt. Der Staatspräsident in Israel heißt heute auch Nasi, der Fürst. Nasi, Rosch, Mesech, Tubal. Das sind vier Hauptworte, die stehen hintereinander. Luther übersetzt der Oberste oder der Erste. Wahrscheinlich hat er daran gedacht, vor 450 Jahren, dass dieser Völkerfürst einmal der Oberste über all die anderen sein wird. Stimmt ja auch. Denn wir lesen hier fünf Namen, Rosch, Mesech, Tubal, Gog, Magog. Es ist also ein Reich, das nicht, wenn ich mich mit einem Fremdwort ausdrücke, aus einem monolithischen Block eines Volkes besteht, das also nicht eine Nation ist, die geburtsmäßig eine Rasse ist, sondern es ist ein Volk, das mit fünf Namen genannt wird. Rosch, Mesech, Tubal, Gog, Magog. Und wenn wir jetzt hineinschauen und vergegenwärtigen uns, dass 250 Millionen Menschen in diesem Riesenreich, in diesem Ausbreiten, in diesem Besitz nehmen, wir haben ja hier nur nicht mal die Hälfte drauf, es geht ja noch viel weiter, das wissen wir, dann müssen wir sagen, auch das stimmt. Warum? Es sind nur 130 Millionen rein rassige Russen in diesem Riesen-Magog-Reich. Das sind 53,3%. Es sind aber 40 Millionen Ukrainer, 16%, 9 Millionen Usbeken, 9 Millionen Weißrussen, 5 Millionen Tataren, 5 Millionen Kasachen, 3 Millionen Armenier, 3 Millionen Georgier, 2,5 Millionen Moldauer, 2,5 Millionen Litauer, 2,5 Millionen Juden, 2,5 Millionen Tadschiken, über 2 Millionen Deutsche, 2 Millionen Tschuwaschen, 2 Millionen Turkmenen, 1,5 Millionen Kirgisen, 1,5 Millionen Letten, 1,5 Millionen Mordwinen, 1,5 Millionen Baschkiren, über 1 Million Polen, 1 Million Esten und über 700.000 Udmurten. 91 Völker und 43 Stämme wohnen in diesem Riesenreich, die wir jetzt namentlich aus Zeitmangel überhaupt nicht aufzählen können. Wir haben nur 25 die wichtigsten aufgezählt. Jetzt fragen wir die Heilige Schrift. Warum steht hier Gog, Magog, Rosch, Mesech, Tubal? Dieses seltsame Gebilde aus dem Norden hat fünf Namen. Ganz einfach. Weil das genau dem entspricht, zu dem wir heute ganz einfach und allgemein und volkstümlich sagen, das ist Russland. Stimmt ja gar nicht. Ist ja nur die Hälfte, die von Russen bewohnt wird. Sondern die andere Hälfte sind 91 Völker und 43 kleine Volksstämme, davon im Süden. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alles aufzuzählen. Im Süden Russland 50 Millionen Mohammedaner. Eigenartigerweise berichtet jetzt die Geschichtsschreibung, das alte russische Reich um Kiew im 16. und 17. Jahrhundert hieß Rosch. Und aus Rosch ist Russia geworden und aus Russia ist Reußen geworden und aus Reußen ist Russen geworden. Früher sagte man, der Zar aller Reußen. Wir gehen also nicht fehl, wenn wir sagen, und das sagt Konrad Bucemer 1931,
dass nördlich von Israel die einzige Macht, die als Heeresmacht, als Volksmasse überhaupt in Frage kommt, dass das nur, wie wir volkstümlich sagen, Russland sein kann, dass in der Aufbauphase Israels, in der wir in der gegenwärtigen Zeit stehen, mit seinen Völkermassen, mit Ukrainer, Usbeken, Weißrussen, Tataren, Kasachen und wie sie alle heißen, die in seinen Uniformen stecken, die in seinen Panzern sitzen, dass die Israel überfallen werden. Hesekiel 38, eine Prophetie, die sich noch nie erfüllt hat. Hesekiel 38, eine Prophetie, die sich nach unserer Kenntnis in der nächsten Zeit erfüllen wird, vielleicht in der allerkürzesten Zeit. Warum? Weil über 100.000 russische Soldaten bereits in Afghanistan stehen. Und wer die Luftlinie von Afghanistan nach Israel zieht, der weiß, dass das eine ganz kurze Strecke ist. Dass wir also sagen müssen, was Hesekiel 38 geweissagt hat, was nie erfüllt ist, wird sich in unserer Zeit erfüllen. Wir kommen gleich noch auf das Riesenhafte dieses Heeres zu sprechen, stellen aber jetzt die Frage, was sind denn das für Verbündete, die dieser entsetzliche Gog von Magog hat? Mesech und Tubal sind ja Völker, die in 1. Mose 10 genannt werden, in der Völkertafel. Nun lesen wir Hesekiel 38, 5, Perser ziehen mit dir, Luther übersetzt Mohren, das sind die Kuschiten, das ist das heutige Äthiopien, die Libyen, dort ist heute der Präsident Gaddafi. Gomer, aus Gomer ist das Wort Kimmerer geworden, Krim, die Insel Krim. Und aus Gomer ist Germania geworden. Dass hier alle Schriftausleger und Sprachforscher sagen, wir können nicht anders, als dass hier Gomer ganz oder teilweise Germania im Heereszug mit gegen Israel ist. Dann das Haus Togarma. Togarma, daraus ist die Türkei geworden. Aus Togarma wurde Türkei. Der kranke Mann am Bosporus, sagte man vor 100 Jahren, heute der kranke Mann in der westlichen Allianz der sogenannten NATO. Dann lesen wir weiter in Vers 13, das reiche Arabien. Nun müssen wir doch sagen, was hier in der Bibel vor 2600 Jahren als das reiche Arabien bezeichnet wird, ist zwar damals das Land gewesen, wo man Gold aus Ophir brachte und was wir aus der Zeit Salomos alles lesen, wo die großen Karawanen und die Händler waren. Aber heute, welches Land ist denn reicher als Arabien? Die haben doch Tausende von Millionen und Milliarden von Öldollars und wissen nicht, wo sie mit den Öldollars hin sollen, dass die Ölscheichs, das reiche Arabien, deutsche, italienische, französische und andere europäische Industriewerke aufkaufen, die einen weltberühmten Namen haben, Krupp, Mercedes, Fiat. Es dauert nicht mehr lange und wir sind Angestellte von den arabischen Scheichs, ob sie wollen oder nicht. Es hat jeder sein Düsenflugzeug, mit dem er um die Welt fliegen kann. Sie kaufen sich riesengroße Grundstücke, Schlösser und Burgen in Westeuropa. Das reiche Arabien. Wer hätte das gedacht? Vor 20 oder 25 Jahren, dass die Araber durch das Öl mal so reich würden und durch ihren Ölreichtum die Weltpolitik bestimmen würden. Stellen Sie sich mal vor, wenn für ein halbes Jahr der Ölhahn der Araber total abgedreht würde, was das, ich rede jetzt nicht vom Militär, was das für die Versorgung der Lebensmittel für die Zivilbevölkerung bedeuten würde. Das würde bedeuten, wenn der Ölhahn jetzt von Februar bis November abgedreht wird, sagen wir ein gutes halbes Jahr, dass jeder Traktor der europäischen Landwirtschaft stillsteht, weil er vom Benzin und vom Öl abhängig ist, denn wir haben ja keine Pferde mehr. Wir haben ja so wunderbare, interessante Regierungen, die große Prämien ausgesetzt haben, schafft Kühe und Pferde und das andere Vieh ab. Also, das bedeutet, wenn der Ölhahn wirklich ernsthaft längere Zeit abgedreht würde, würde Westeuropa verhungern. Weil nicht nur die hochentwickelte Industrie, nicht nur die hochentwickelte Waffentechnik, sondern die ganze Landwirtschaft davon abhängig ist. Wir müssen sagen, Hesekiel 38, 13, das Reich Arabien,
Ja, das erfüllt sich doch heute. Ist denn hier noch einer in unserer Mitte, der zweifelt? Und da müssen wir sagen, diese Übersetzung ist wahrscheinlich die beste. Denn es ist der größte Irrsinn, wenn ein Volk, das 250 Millionen Menschen in seinen Riesengrenzen hat, dann die vielen Satellitenstaaten dazu, die vielen arabischen Verbündeten, dann die Verbündeten aus den Ostblockstaaten, die ja alle angegeben sind, mit Germania. Manche meinen nur, es wäre Ostgermania. Ich glaube das nicht. Der Hass in Deutschland ist nach wie vor groß gegen Israel. Denken Sie ja nicht, dass alle Deutschen so denken wie wir als Gläubige über Israel. Wenn Sie das miterlebt hätten, als am 6. Oktober 1973 der Krieg gegen Israel war, als Syrien und Ägypten Israel überfallen haben, da haben die amerikanischen Streitkräfte von ihren eigenen Waffenlagern und Stützpunkten Waffen nach Israel, nach dem Sinai geschafft. Und diese Waffenstützpunkte waren auf deutschem Boden. Und der Herr Bundeskanzler, damalige Bundeskanzler Willy Brandt, hat energisch dagegen protestiert, dass die Amerikaner ihre eigenen Waffen vom deutschen Boden nach Israel bringen, um Israel zu helfen. Sehen Sie, so sieht's aus. Und Konrad Bussemer schreibt bereits im Jahre 1931, es wird ja noch in Vers 13 die Kaufleute von Tarsis genannt. Tarsis war ja von der damaligen Zeit aus gesehen der äußerste Westen und lag in Hispania. Hier, der Jona wollte nach Tarsis fliehen. Für die damalige Welt war hier die Welt zu Ende. Man zog hier durch die Säulen des Herkules, hier zwischen ging man durch und da war die Welt zu Ende. Und Konrad Bussemer schreibt 1931, mit Tarsis ist der äußerste Westen gemeint. Und sagt, der Westen wird keinen Finger krümmen, um Israel zu helfen, wenn Russland in Israel einfällt. Im Gegenteil, sie werden sich an dem Raubzuge mit beteiligen. Und wenn hier heißt Germania oder Gomer, wie es 38 Vers 6 heißt, so glaube ich nicht nur, dass das Ostgermania ist. Wir wissen, wie Westgermania immer gottloser, immer atheistischer, immer neomarxistischer, immer kommunistischer wird, dass 1973 der damalige Bundeskanzler Willy Brandt heftig protestiert hat und mit den Amerikanern große Schwierigkeiten hatte. Die haben aber trotzdem ihre Waffen dorthin geschafft. Und wir merken, dass sich jetzt das Gesetz des alten Bundes wiederholt. Wer dich segnet, wird gesegnet. Wer dir verflucht, der wird verflucht. Als Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler, die Milliarden an Israel zahlte an Wiedergutmachung, da ging es mit Deutschland senkrecht aufwärts. Und seitdem wir im Westen die rote Regierung haben, geht es senkrecht abwärts. Wir haben eine Regierung, die ein Gesetz herausgegeben hat, dass nichts mehr Sünde ist. Keine Homosexualität, kein Ehebruch mehr. Die Kinder können im Mutterleib ermordet werden. Jedes Vierteljahr 250.000, die legal in den Abtreibungskliniken in Deutschland ermordet werden. Und die Ärzte, die das nicht tun wollen, die haben die größten Schwierigkeiten. Und die gläubigen Krankenschwestern dazu. Und dann haben wir gesehen, wie ging es dann nach 1973 weiter. Alle, die gegen Israel waren, sind heute tot oder abgesetzt oder gestürzt. Ein halbes Jahr später wurde der Bundeskanzler Willy Brandt gestürzt, im April 1974. Durch die sogenannte Guillaume-Affäre, ein fürchterlicher Ostspion, war sein engster Mitarbeiter und hatte alles nach dem Osten verraten. In Frankreich, wo Israel Milliarden bezahlt hat, für Waffen, für Flugzeuge. Und Frankreich hat die Flugzeuge bis heute nicht geliefert. Pompidou, der damalige Präsident, ist gestorben an einer fürchterlichen Krankheit. In Amerika, der Präsident, ist abgesetzt durch die sogenannte Watergate-Affäre. War eine entsetzliche Geschichte damals. Und wenn wir das alle durchgehen, Äthiopien wird hier genannt, Mohren übersetzt, Luther. Damals war der Kaiser Haile Selassie. Das war ein so frommer Mann, ich kann Ihnen die Bilder zeigen. Der hat 1966 mit dem amerikanischen Evangelisten Billy Graham in Berlin auf dem evangelischen, evangelikalen Evangelistenkongress gesessen. Der, so berichteten die Missionare, in Äthiopien, das liegt hier weiter nach Süden, eben die Ausbreitung des Evangeliums gefördert hat. Und als 19. Staat, als 19., also waren 18 vorher und viele andere hinterher, erklärte Äthiopien im Oktober 1973 Israel den Krieg.
Und kurze Zeit später, Haile Selassie war abgesetzt, heute ist er tot und Äthiopien hat eine kommunistische Regierung und blutige Christenverfolgung. Und dann können wir sie alle durchgehen. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Jetzt können wir alle die Länder anfragen, was ist denn bei euch mit euren Präsidenten und Ministern und Kanzlern und Königen, wer gegen Israel war, ist abgesetzt und gefallen. Wir denken nur an Italien und England. Was ist aus diesen Großmächten geworden? Großbritannien ist Kleinbritannien geworden. X Streiks und Wirtschaftskrisen. Es ist der kranke Mann von Europa. Das ist aus England, aus Großbritannien geworden. Es ist also zum Tick zurück. Wenn ihr Zuns übersetzt, ich will dich irre machen, ich will dich wahnsinnig machen. Es ist also der größte Wahnsinn, wenn ein Riesenvolk von 250 Millionen mit Germania, mit Tschechoslowakei, mit Rumänien, mit Ungarn, mit all den Völkern, Bulgarien, sie fallen alle über Israel her. Und da sehen wir, der Herr ist der Handelnde. Und der Feind rückt jetzt auf das Land Israel an, mit allen seinen Satelliten, mit allen seinen Verbündeten. Und seine Verbündeten sind in seine Pläne genau eingeweiht, Vers 13. Sie werden alle sagen, ich meine ja, dass du recht gekommen bist zu rauben, hast deine Haufen versammelt zu plündern, dass du wegnehmest Silber und Gold und sammelst Vieh und Güter und großen Raub treibest. Ein Vielvölkerstaat mit vielen Satelliten, mit vielen Verbündeten, mit den besonders arabischen Verbündeten, mit den kommunistischen aus dem Ostblock Verbündeten, die rücken gegen Israel vor. Für Israel werden es Schreckenstage sein, denn wir lesen, dass es ein unendlich großes Heer sein muss. Hesekiel 38, Vers 4. Da lesen wir, es ist ein großer Haufe. 38, Vers 6. Mit all seinem Heer, du führst ein großes Volk mit dir. 38, Vers 9. Du wirst heraufziehen und daherkommen mit großem Ungestüm und wirst sein wie eine Wolke, das Land zu bedecken. Hier denken wir daran, dass die Flugzeuge und die Raketen mit eingesetzt werden. Wie eine Wolke, das Land zu bedecken, dass sich also die Sonne verfinstert. 38, Vers 15, ein mächtiges Heer und ein großer Haufe. 39, Vers 9, man muss 7 Jahre lang die Waffen einschmelzen. 39, Vers 12, 7 Monate lang die Leichen beerdigen. 39, Vers 17 bis 20, man wird es nicht schaffen, die Leichen zu beerdigen. Die Raubvögel sammeln sich, der Leichengeruch steigt gen Himmel. Aus ganz Afrika und Asien ziehen sich die Raubvögel zusammen und sie vertilgen die übrig gebliebenen Erschlagenen, die man in der Kürze der Zeit nicht beerdigen konnte. Gehen wir jetzt diesen Text weiter durch. Nachdem wir uns in den Text hineingetastet haben, ist uns klar, Gog von Magog kann nur der kommunistische Ostblock sein, mit der Spitze, an der Spitze Russland. All die Verbündeten, die genannt sind, sind heute seine Verbündeten. Sie kommen über Israel ohne Mauern in der letzten Zeit, wohnt wieder im Lande, ist aus vielen Völkern zusammengekommen. Das reiche Arabien, 130 Millionen Araber, haben heute den größten Hass gegen Israel, haben die modernsten Waffen gegen das auserwählte Volk. Vers 16. Jetzt kommt das Gericht über das Volk, denn Gott ist und bleibt der Handelnde. Und immer wieder sagt der Herr, ich will. Achten Sie im Textwort darauf. Ich darf noch einmal kurz zurückblicken. 38, Vers 3. Ich will an dich, Gog, von Rosh, Mesech und Tubal. 38, Vers 4. Ich will dich herumlenken. 38, Vers 21. Ich will wieder dich herbeirufen. 39, Vers 2. Ich will dich herumlenken. 39, Vers 3 und 6, ich will dir den Bogen aus der linken Hand schlagen. Vers 6, ich will Feuer werfen. Der Herr hat also die Weltgeschichte fest in der Hand. Der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Nun hören Sie, Gog von Magog zieht an. Das mächtige Heer aus dem Norden, das heute die Spezialisten in Libyen, in Syrien stehen hat, über 100.000 Mann in Afghanistan, demnächst in Persien. Sie werden an meine Worte denken.
Es kommt der Grenze Israels immer näher. Hesekiel 38, Vers 16. Du wirst heraufziehen über mein Volk Israel, wie eine Wolke das Land zu bedecken. Solches wird zur letzten Zeit geschehen. Ich will dich aber darum in mein Land kommen lassen. Achten Sie bitte auf die sogenannten besitzanzeigenden vier Worte. Mein Land, das Land gehört dem Herrn. Ich will dich in mein Land kommen lassen, auf dass die Heiden mich erkennen, wie ich an dir, o Gog, geheiligt werde vor ihren Augen. Hier haben wir das Fernziel, auf das wir zum Schluss zu sprechen kommen, dass der Herr durch die Niederlage und Vernichtung des Gog von Magog geheiligt wird, dass alle Welt erkennen muss, hier konnte sich Israel nicht mehr helfen. Hier konnte Israel auch seine Atombombe einsetzen, wie es wollte. Diese Heeresmacht aus dem Norden, die war zu gewaltig. Hier muss die ganze Welt erkennen, das hat Gott getan. Und wählt trotzdem den Antichristen. Sehen Sie, so schlecht ist der Mensch. Das ist der Sinn dieses Textwortes. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Vers 17, du bist es, von dem ich vor Zeiten geweissagt habe. Durch meine Diener, die Propheten in Israel, die zur selben Zeit weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen wollte. Hören Sie. Und es wird geschehen zu der Zeit, wann Gog kommen wird über das Land Israel. Das heißt wörtlich, wann Gog den Boden des Landes Israel betreten wird, spricht der Herr, wird heraufziehen mein Zorn und mein Grimm. In dem ersten Augenblick, wo Gog von Magog den Boden Israels betritt, zieht der Herr in seinem Zorn und in seinem Grimm herauf. Jetzt geht's weiter. Denken wir nur an die Zeit Hiskias und Jesaja 701 vor Christus. Jerusalem war belagert und in einer Nacht schlug der Engel des Herrn 185.000 Mann. Und sie konnten nicht mal einen einzigen Pfeil in die Stadt hineinschießen. Jetzt geht's weiter. Ich rede solches in meinem Eifer, im Feuer meines Zornes, Vers 19. Und nun kommt das Gericht, jetzt kommt der Grimm und Zorn Gottes über den Gog von Magog, von dem sie heute alle zittern, dem sie alles zuliebe tun wollen, der in der ganzen Welt seine Agenten hat, der überall besonders den Westen mit seinen Agenten durchsäuert hat. Alles wird nur diesem Gog von Magog zuliebe getan, keiner wagt ihm entgegenzutreten. Denn zur selben Zeit wird ein großes Zittern sein im Lande Israel. Zittern ist ein Beben. Das griechische Fremdwort heißt für Erdbeben Seismos. Und daraus ist das Wort Seismograph geworden, ein Erdbebenmesser. Luther übersetzt Zittern. Es ist ein gewaltiges Beben im Lande Israel, hören Sie. Das vor meinem Angesicht beben sollen die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel und die Tiere auf dem Felde. Das bedeutet, der Gog von Magog wird gerichtet. Durch ein Seebeben? Warum? Weil dort die gewaltige Flotte ist. Die größte Weltflotte der Welt hat Russland. Zweitens. Ein Luftbeben, weil dort die gewaltige Luftmacht über Israel kommen soll, dass die Flugzeuge vom Himmel stürzen werden. Und ein Erdbeben, dass all die Panzerkanonen und Raketen nicht funktionieren. Im Gegenteil. Der Herr sagt dem Propheten Ezekiel, ich will deine Schinder speisen mit ihrem eigenen Fleisch. Der Schriftausleger gesagt haben, wenn das kommen wird, dann werden sie die Raketen auf Israel abschießen und sie werden in den arabischen Ländern, in Libyen, Syrien und Ägypten herunterkommen. So kommt die Atmosphäre durcheinander. Wer je im Krieg das miterlebt hat, ich habe mal miterlebt, wie die Bomben gefallen sind. Dann denkt man, die Luft zerreißt sich, die Leute, die klebten an den Mauern und fielen dann auf die Erde herab. So furchtbar ist das, wenn die Atmosphäre auseinandergerissen wird. Also, Erdbeben, Luftbeben und Seebeben, damit die ganze Heeresmacht dieses Gog von Magog zu Boden geschlagen wird. Vers 20, alles, was sie regt und bewegt auf dem Lande, alle Menschen, die auf der Erde sind, alle Berge sollen umgekehrt werden, die Felswände und alle Mauern sollen zu Boden fallen. Das ist der erste Teil des Gerichtes. Und jetzt wissen wir eben nicht, wie weit der Herr an Israel die Zuchtrute ausübt, denn es heißt ja, dass sie den Boden des Landes betreten und dass dann dieses dreifache Beben kommt, damit die ganze Heeresmacht vernichtet wird. Jetzt lesen wir weiter in Vers 21. Ich will aber wieder ihn herbeirufen, da Schwert auf allen meinen Bergen, spricht der Herr, hören Sie, das eines jeglichen Schwert soll wieder das anderen sein.
Wissen Sie, was das bedeutet? Sie bringen sich alle gegenseitig um. Und wer je mit den Völkern, wo wir die Schwarzen oder Schlitzäugigen zusammen, mit den 50 Millionen in Südrussland an der chinesischen Grenze gesprochen hat, der weiß, sie warten nur auf den Tag, wo der Chinese kommt, dass sie alles, was weiß ist, umbringen werden und nicht das Kind in der Wiege schonen werden. So einen Hass haben sie gegen den Weißen, der Russe ist und sie unterjocht und geknechtet hat seit Jahrhunderten. Das steht hier in unserem Textwort. Eines Schwert geht wider den anderen. Und dann sagen viele Schriftausleger, ich schließe mich dem an, dass die Ostblockvölker alle ihre Freiheit zurückbekommen werden. Die werden alle geschlossen gegen dieses Ungeheuer, gegen diesen russischen Bären gehen, der 1953 in Berlin die Befreiung niederwalzte, den Aufstand 1968 in der Tschechoslowakei, oder 1956 in Ungarn und 1968 in der Tschechoslowakei mit den sogenannten Prager Frühling. Jetzt hat man Angst, dass in Polen bald die russischen Panzer wegen den vielen Streiks dort einrollen. Was glauben Sie, was diese Völker der Jahre und Jahrhunderte lange unter Knechtung für einen Hass gegen den Gog von Magog haben? Zweites Gericht, sie bringen sich gegenseitig um. Drittes Gericht, Vers 22, ich will ihn richten mit Pestilenz, mit Blut, ich will regnen lassen, Platzregen, Schloßen, Feuer und Schwefel. Ich bleibe jetzt ganz einfach nach der Luther-Übersetzung über ihn und sein Heer und über das große Volk, das bei ihm ist. Wir müssen sagen, wenn das Erdbeben ist, wird Israel auch zu leiden haben. Aber hier heißt es ausdrücklich, ein direktes Gottesgericht greift ein. Hier steht Pest, Blut, Schloßen, Feuer, Schwefel, Platzregen. Man kann auch übersetzen, überschwemmender Regen. Überlegen Sie mal, wenn ein Seebeben ist, dann kann ja das Meer kilometerweit, meterhochtürmend in das Land hineinstürmen. Ist ja alles schon da gewesen. Ganze Reiche sind untergegangen. Wo ist das Reich Atlantis, nachdem der Atlantische Ozean genannt ist, untergegangen? Wenn wir die griechischen Inseln sehen, diese zerklüfte Splitterhand hier, was sind hier für Völker und Kulturen untergegangen, wo man tiefe Meter im Wasser noch die Kulturen gefunden hat? Oder wenn wir an die Kanarischen Inseln denken, die hier neben Mauretania weiter im Westen von Afrika liegen. Wie dem auch sei, eine Naturkatastrophe mit Pestilenz, Blut, Platzregen, Schloßen, Feuer und Schwefel. Also noch einmal wiederholen. Wenn Erdbeben, Luftbeben, Seebeben ist, da wird die ganze Waffentechnik außer Gefecht gesetzt. Da existiert oder reagiert oder funktioniert keine Waffe mehr, was sie auch losschießen wollen. Dann, sie bringen sich gegenseitig um, dann direkt auf das Heer. Wir denken an die Zeit Josuas, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond nimmt alle Ajalon. Dort lesen wir, dass ja auch gewaltige Hagelsteine vom Himmel kamen, Schloßen, Feuer, Schwefel, Platzregen, Blut, Pestilenz, über dieses gewaltige Heer. Und wieder heißt es hier, ich will mich herrlich, heilig, bekannt machen vor vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, ich bin der Herr. Dann werden die heidnischen Völker wieder sagen, unglaublich. Jetzt haben wir uns alle die Hände gerieben. Jetzt dachten wir, was Hitler nicht geschafft hat. Das wird jetzt Gog von Magog schaffen. Er wird die Juden ausrotten, die zurzeit 3 Millionen Menschlein, die dort wohnen, in diesem herrlichen, schönen Lande. Sie haben es nicht geschafft. Luther übersetzt Pest oder Pestilenz. Stellen Sie sich mal vor, wenn Menschen aus dem hohen Norden, die die Kälte gewöhnt sind, wenn die in die Hitze des Sinai kommen, wenn die in die Hitze von Südisrael kommen, wenn die in die Hitze des Toten Meeres kommen. Was über diese Völker kommen kann, ein kleiner Virus, eine ansteckende Krankheit, dann die Hitze, irgendein verdorbenes Wasser und schon ist die Pest da. Es sind viele, die erinnern sich noch, dass am 6. Oktober 1973, als der Krieg begann gegen Israel, dass dort der Gog von Magog fast eingegriffen hätte. 50.000 russische Fallschirmjäger standen am Schwarzen Meer bereit, über Ägypten abzuspringen, am sogenannten Bittersee, beim Suezkanal, weil die Israelis, sie hatten sich überfallen lassen, um der Welt zu zeigen, wir sind nicht die Angreifer, obwohl sie wussten, dass es Krieg geben wird mit Ägypten und Syrien. Israel hatte die dritte ägyptische Armee eingeschlossen, und in dieses eingeschlossene Gebiet sollten 50.000 russische Fallschirmjäger abspringen.
Der amerikanische Präsident Nixon schrieb einen ganz scharfen Brief nach Moskau. Der amerikanische Verteidigungsminister James Schlesinger drückte auf den Alarmknopf Nummer 1. 2 Millionen amerikanische Soldaten mit allen Atomsprengköpfen in der ganzen Welt standen Gewehr bei Fuß bereit, Israel zu helfen. Und da zog Russland seine 50.000 Fallschirmjäger zurück. So nahe war es 1973. In Israel gibt es ein witziges Wort. Ich darf es hier erzählen, weil es ein ernstes politisches Wort ist. Und deswegen glaube ich, dass das nächste über Israel, dieser Gog von Magog, sein wird. Da fordert, damals war noch Nasser vor dem ägyptischen Präsident Sadat in Ägypten. Nasser ist ja nach dem Sechstagekrieg 1967 gestorben, ist auch zugrunde gegangen an Israel, der geschrien hat, werft sie ins Meer. Nasser will aus Moskau Waffen haben. Er braucht Waffen nach dem Sechstagekrieg 1967. Und darauf fragt man in Moskau an, wie viel Waffen denn die Israelis brauchen. Denn alles, was Moskau bisher an die Araber geliefert hat, haben die Israelis erbeutet. Verstehen Sie das? Das ist ein witziges Wort, aber zeigt den Ernst der Lage, dass alle modernen Raketen und Waffen bisher von Israel zum Teil intakt erobert wurden, ohne dass ein Schuss abgefeuert wurde, weil die Araber zu dumm waren. Zum Teil sind die Raketen ganz woanders heruntergekommen, wo sie herunterkommen sollten. 1973 war der Krieg schon ernster. Aber 1967 haben sie fast alles erobert, auch 73. Sie haben 600 Panzer erobert, die völlig intakt sind. Sie haben das modernste Heer in Israel. Sie haben alle Waffen aus dem Westen, Frankreich, Amerika und alle eroberten Waffen über die Araber aus Russland. Und wo kriegen sie die Munition her, die ihnen fehlt? Aus Jugoslawien. Wenn es ums Geschäft geht, ist alles möglich. Jugoslawien ist ein Ostblockland. Und jetzt nimmt man an, wenn der Gog von Magog in Israel einfallen wird, wird er nach Israel gezogen werden, den Haken ins Maul legen, wenn die Araber wieder einen Krieg mit Israel anfangen. Die Israelis sind jetzt froh, dass sie mit den Ägyptern Frieden haben. Dann werden die Araber wieder verlieren und dann wird Gog von Magog eingreifen müssen, um den Arabern nicht nur zu helfen, sondern sein sogenanntes Prestige, sein Ansehen, seinen verbündeten Arabern und der ganzen Welt zu bewahren. Und wer die Krisen kennt, wer die katastrophale Lebensmittelversorgung im Osten kennt, weiß, dass nur noch der Staat nach vorne in den Krieg das Volk ablenken kann von dieser Misere, die in allen Ostblockstaaten je länger, je mehr um sich greift. Und wenn Amerika weiter sagt, ihr kriegt keinen Weizen von uns, dann warten Sie mal ab, wie lange das noch im Osten geht. Das wird dann ein Wirtschaftskrieg. Es wird geraubt und geplündert werden. Und gerade in Israel, was die Kornkammer der Welt ist, und gerade am Toten Meer, wo sie alle Phosphate, alle Salze, alles Calcium, alle Düngemittel, alle 16 Mineralien haben, die ein riesen Agrarstaat wie Russland braucht für die Landwirtschaft und für die Bevölkerung, dann werden sie rauben und plündern. Ich schließe diesen Punkt ab, der uns bewegt. Gog von Magog wird gerichtet. Wir sagten eben Pestilenz. Warum? Wenn die dort in der Hitze abspringen, wenn irgendeine Krankheit ausbricht, werden diese Menschenmassen dort in der ungewohnten Hitze von Sinai, dort kann es 65, 70 Grad werden, werden sie zugrunde gehen. Aber nun wird es noch interessanter. Kapitel 39, du Menschenkind, weissage wieder den Gog und sprich, also spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist in Mesech und Tubal. Siehe, ich will dich herumlenken, noch einmal, ich will dich irre und wahnsinnig machen, aus den Enden von Mitternacht. Ziehen Sie doch mal bitte von Jerusalem aus Mitternacht in Norden den Strich nach oben, dann kommen Sie nach Moskau. Bitte, hier haben wir, hier ist Jerusalem und hier oben ist Moskau, dieser rote Punkt. Dass wir also sagen müssen, von Mitternacht, von Norden auf die Berge Israels, dieser Gog von Magog ist nichts anderes als der Kommunismus, der auf den Feldern von Israel zu Boden geschlagen wird. Hören Sie, und nun kommen wir zum Zielpunkt der ganzen Geschichte. Ich will dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand werfen.
Jetzt müssen wir als erstes festhalten, Hesekiel spricht in der Sprache seiner Zeit, muss stehen bleiben. Aber wenn wir die moderne Waffentechnik anschauen, dann müssen wir sagen, Pfeil und Bogen existiert doch heute auch noch. Was ist denn eine Raketenabschussrampe? Ein Bogen. Und was ist eine Rakete? Ein Pfeil, der nur automatisch abgeschossen wird. Früher mit der Hand Pfeil und Bogen und heute sind es die Raketenabschussrampen, die die Raketen über Israel bringen wollen. Was glauben Sie, was 1973 für ein Streit zwischen Russland und Syrien war? Weil Syrien nicht die Raketen auf Tel Aviv, die Millionenstadt, abgeschossen hat, um diese Stadt in Schutt und Asche zu sinken. Die wollen also ihre Pfeile von ihrem Bogen, von ihren Raketenrampen abschießen. Auf den Bergen sollst du niederliegen, auf den Bergen Israels. Du mit all deinem Heer, mit all deinem Volk. Ich will dich den Vögeln, woher sie auch fliegen, und den Tieren auf dem Felde zu fressen geben. Ihr Lieben, diese Bilder haben wir alle gesehen. 1973 haben die Araber in den Wüsten ihre eigenen Soldaten von den wilden Vögeln, von den Aasgeiern und Adlern fressen lassen. Diese Bilder haben wir genug gesehen. Das wird sich alles erfüllen. Ich überschlage jetzt bewusst Vers 5 und 6, weil uns das doch zum Schluss bewegt. Vers 7 noch einmal, das dritte Mal. Der Herr will seinen heiligen Namen durch Israel unter den Völkern kundtun. Vers 8 und 9. Die Bürger in den Städten Israels werden herausgehen. Die Schreckenzeit ist vorüber. Der Herr hat eingegriffen. Wie Israel leiden muss, steht hier nicht, ob viel oder wenig. Aber viele sagen heute in Israel, unser Volk ist weltselig, gleichgültig, hochmütig, stolz geworden. Der Herr muss uns demütigen. Wahrscheinlich geschieht das hierdurch. Und nun werden sie mit den Waffen, Schilden, Tatschen, Bogen, Pfeilen, Keulen und langen Spießen 7 Jahre Feuer machen. Ich weiß, dass es eine Schriftauslegung gibt, die meint, dass hier besondere Waffen sind, die eben aus diesem Material sind, dass man Holz machen kann. Ich lasse diese Schriftauslegung stehen. Ich möchte aber nicht mehr in die Bibel reinlegen, als wie hier steht. Wenn hier Hesekiel in seiner Sprache von Schilden, Tatschen, Bogen, Pfeilen, Keulen und langen Spießen spricht, meint er die ganze Heeresausrüstung. Und das heißt, die ganze Heeresausrüstung fällt Israel in die Hand. Und wir haben in Israel genug, ich bin 2 Jahre nach dem Sechstagekrieg dort gewesen, zerschossene Panzer und zerschossene Kanonen gesehen, weil Israel keine Zeit und Kraft hatte, das alles wegzuschaffen. Und das wird 7 Jahre dauern, dass sie die Waffen wegschaffen, wo hier steht, Feuer damit zu machen. Nach meiner Erkenntnis eine Ausdrucksweise für die damalige Zeit heißt, die werden die Waffen einschmelzen, heiß. Es wird so viel Benzin und Treibstoff und Öl in den Fahrzeugen sein, dass Israel genug Benzin und Treibstoff und Öl hat. Als die Syrer 1973 Israel überfielen, hatten sie Reservetanks um ihre Panzer geschnallt, so viel sie konnten, weil sie zwischendurch tanken wollten, um bis nach Tel Aviv durchzustoßen. Andere Schriftausleger sagen wieder, es wird so viel Holz an dieser Waffentechnik sein, dass sie mit diesem Holz Feuer machen können. Prinzip ist das gleiche, dass die Bürger von Israel für die nächsten Jahre sich um diese Dinge gar nicht mehr kümmern müssen. Sie haben alles, was sie brauchen. Und dann lesen wir weiter in Vers 11 und 12. 7 Monate wird das Land gereinigt werden. Das ganze Land wird unterwegs sein. Sie werden die Völker begraben, die dort umgekommen sind. Ich habe eben vorgelesen in Vers 11 zum Schluss und Vers 15 zum Schluss. Hamona, das Haufental südlich des Toten Meeres, so sagt es auch die Stuttgarter Jubiläumsbibel. Ausgesonderte Leute, Vers 14, werden herumgehen, Totengräber, um zu begraben, die übrig geblieben sind. Noch einmal Vers 14, 7 Monate wird das dauern. Vers 17, die Vögel des Himmels werden kommen, weil sie es nicht schaffen, und werden das Fleisch der Starken fressen, das Blut der Fürsten auf Erden saufen. Haben Sie hier darüber nachgedacht? Vers 18, Fleisch der Starken und Blut der Fürsten. Wissen Sie, was das bedeutet? Hier wird die Elite des Ostblock-Kommunismus mit der Elite aller Verbündeten, der arabischen und der anderen, dort zugegen sein, um zu sehen, wie Israel und Jerusalem untergeht. Und das steht hier in Vers 18, Fleisch der Starken und Blut der Fürsten, der Widder, der Hämmel, der Böcke, der Ochsen, die allzumal feist und wohlgemästet sind. Hier werden die Feinde mit diesen Opfertieren verglichen.
Sie werden alle in Israel zugrunde gehen. Noch einmal Vers 21, die Herrlichkeit soll unter den Heiden offenbar werden. Vers 22, auch das Haus Israel soll erfahren, dass von diesem Tage an der Herr ihr Gott ist und Fürder. Vers 23, die Heiden sollen es erfahren. Vers 24 wird noch einmal wiederholt, dass Israel um der Sünde willen unter den Völkern war. Und nun Vers 25. Jetzt merken Sie, jetzt geht's dem Ziele zu, von dem wir gestern Abend hörten. Nun will ich das Gefängnis Jakobs wenden. Wir merken, das ist immer noch in der Spanne, wo Israel noch nicht ganz erlöst ist. Jetzt in Vers 25 kommt eine ganz neue Abteilung in den meisten Lutherbibeln mit Absatz, mit einem großen Anfangsbuchstaben. Nun will ich das Gefängnis Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israels erbarmen. Jetzt nach dieser Völkerschlacht von Gog von Magog heißt es in Vers 28, ich will nicht einen unter den Völkern lassen. Was glauben Sie, was das für eine Masseneinwanderung geben wird, wie die Juden der ganzen Welt jetzt nach Palästina ziehen werden, dass nicht einer unter den Völkern bleibt, weil sie sehen, dass Gott für sie gestritten hat in dieser furchtbaren Schlacht gegen Gog von Magog. Und dann heißt es zum Schluss, Vers 29, der Geist ist über ganz Israel ausgegossen. Und nun merken Sie, Hesekiel überschaut nur einen Gesichtskreis. Hesekiel sieht nicht, was Daniel sieht, die vier Weltreiche. Das kommt dazwischen. Hesekiel sieht nicht, was Offenbarung 13 bis 19 sieht, den Antichristen. Und da merken wir, dass wir hier genau, man möchte fast sagen, den Heilsplan hintereinander vor uns haben und dass wir jetzt spüren, darum geht es also bei diesem entsetzlichen Gog von Magog. Ich habe verzichtet, vorzulesen, wie waffentrotzend dieser Gog von Magog ist, mit dem sogenannten Warschauer Pakt, über 40.000 Panzer, über 4 Millionen Soldaten, die unter Waffen stehen, mit so und so viel 1.000 Schiffen, Flugzeugen und anderen Waffen wie Raketen, die mit Atomsprengköpfen besetzt sind. Das wissen wir aus der Weltpresse. Das kommt nun über Israel. Aber jetzt kommt zum Abschluss für uns der schwerste Vers. Hesekiel 39, 5 und 6. Du sollst auf dem Felde da niederlegen, denn ich, der Herr, Herr, habe es gesagt. Ich will Feuer werfen über Magog. Jetzt nicht über Israel. Jetzt nicht über den Magog, der in Israel ist, sondern über das Land Magog selbst. Ich will Feuer werfen über Magog und über die, Luther übersetzt, die in den Inseln sicher wohnen. Andere Übersetzungen sagen, an den Meeresländern sorglos dahin leben. Das Feuer fällt auf Magog selbst, das alles ist hier Magog. Und das Feuer fällt auf die Inseln und Meeresländer. Was sind denn die Inseln und Meeresländer von Israel aus? Bitte, Türkei, Halbinsel, Griechenland, Halbinsel, Italien, Halbinsel, Spanien, Halbinsel, England, eine ganze Insel, Skandinavien, eine Halbinsel. Was ist denn das, wenn hier der Prophet sagt, die Inseln, die Meeresländer, Westeuropa? Und hier gibt es viele Schriftausleger, die sagen, das ist der dritte Weltkrieg. So können wir es heute in unseren Zeitungen lesen. Wir können dicke Bücher lesen, wo Generäle, Englische und Amerikanische darüber schreiben, der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Wir müssen mit der Möglichkeit des dritten Weltkrieges rechnen. Warum? Bei diesem Einfall des Gog von Magog in das Land Israel wird der Herr Feuer auf das Land Magog selbst werfen. Wie, wissen wir nicht. Entweder direkt vom Himmel, durch Gottes Gerichte, oder durch die Waffentechnik der anderen, die gegen den Gog von Magog sind. James Schlesinger hat 1973 gesagt, der amerikanische Verteidigungsminister, wir können jede Stadt, jeden militärischen Stützpunkt, wir können jedes Waffen- und Militärlager in Russland mit unseren Atomraketen belegen. Ohne Ausnahme. Entweder vom Westen oder von der anderen Seite der Erdkugel. Sie wissen, wie Amerika zu Russland liegt. So oder so kommt das Gericht über Magog und über die in den Inseln, Luther übersetzt, sicher wohnen. Es heißt sorglos dahin leben. Essen, trinken, saufen, fressen, huren, sündigen, schaffe Häusle bauen, die sich um Gott nicht kümmern. Das Gericht kommt über das Westen, über den Westen, über das westliche Europa, über das gottlose Deutschland. Es gibt viele Schriftausleger, das wird uns morgen bewegen, die meinen, die Grenzen des alten römischen Reiches werden wiederhergestellt.
dass die Zonengrenze zu diesem Gog von Magog nicht an der Elbe, sondern an dem Rhein heruntergeht. Und was bei diesem Atomkrieg übrig bleibt, ist von der Bundesrepublik Deutschland ein Häuflein Atomasche. Und unsere lieben Verbündeten in Frankreich, die lieben Franzosen, die große Nation, sie haben Atomraketen an der Grenze nach Deutschland stehen, um eventuell die Russen aufzuhalten, die in 24 Stunden am Rhein und in 48 Stunden am Atlantik sein wollen. Sie haben Atomraketen, die schießen 120 Kilometer in die Bundesrepublik Deutschland hinein. Was wird dann von der Bundesrepublik Deutschland noch übrig bleiben? Und das ist die Frage aus diesem Text. Warum richtet Gott den Gog von Magog? Warum richtet Gott das Land Magog selbst? Es kommen ja nicht nur die Soldaten um, die nach Israel ziehen, sondern auf das Land selbst fällt das Feuer. Und warum richtet er die Inseln, die Meeresländer, die sicher und sorglos und gleichgültig dahin leben? Warum? Ich kehre zum Anfang zurück. Wer die Erlösung von Golgatha nicht will, bekommt in dem Lande, wo das Kreuz von Golgatha stand, das Gericht. Der Kommunismus, der sagt, es gibt keinen Gott, der mindestens 1 Million Menschen in Russland umgebracht hat, nur weil sie gläubig sind, der mindestens 40 Millionen allein in Russland umgebracht hat, seit 1917, der mindestens 80 Millionen verschleppt hat, der Weltkommunismus, der mindestens 150 Millionen Menschen in den letzten 60 Jahren umgebracht hat, der bekommt in dem Lande, das Israel heißt, wo das Kreuz von Golgatha stand, der bekommt in diesem Lande das Gericht, weil sie die Gnade von Golgatha nicht wollten. Und die Völker, die in Westeuropa seit über 1500 Jahren das Evangelium gehabt haben, die heute nichts mehr vom Evangelium wissen wollen, die bekommen vom Lande Israel und durch das Geschehen im Lande Israel nach Ezekiel 39,6 das Gericht, dass das Feuer des Dritten Weltkrieges über Gog von Magog und über die Meeresländer, die Inseln im Meer über Westeuropa kommen. 1973 im Juni war der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt in Israel. Er besuchte die Felsenfestung Masada am Toten Meer gelegen, 426 Meter hoch, ein gewaltiger Felsen. Und der Hubschrauber landete dort und eine Windböe riss den Hubschrauber hoch. Und der Kanzler wäre fast zu Tode gekommen. Die Sicherheitsbeamten rissen ihn vom Hubschrauber weg, ging durch die ganze Weltpresse. Willy Brandt wäre fast tödlich in Israel verunglückt. Masada, wo liegt das? Westlich vom Toten Meer. Und gerade rüber beim Toten Meer, 20 Kilometer, da drüben liegt Hamona. Da drüben wird Gog von Magog sein Grab finden. Ein Freund von mir, durch den Glauben ein Freund geworden, im Krieg Ritterkreuzträger, nach dem Krieg sich bekehrt, der rief mich an, der mit politischen Augen vom Heiligen Geist geschärft die Weltgeschichte verfolgt. Er sagte mir, hast du das verfolgt? Ich sage, ja. Weißt du, was da unten ist? Ich sage, ja, am Telefon. Da unten ist Hamona. Da unten ist der Beerdigungsplatz für die Völker. Da unten wäre der Herr Bundeskanzler Willy Brandt fast zu Tode gekommen mit dem Hubschrauber. Es war bereits ein Anzeichen. So werden die Völker in Israel zugrunde gehen, die Israel gehasst haben seit Jahrtausenden, wie ein deutsches Volk, das nie Buße getan hat über den Mord von 6 Millionen Juden in der Hitlerzeit, wie der Antisemitismus im Kommunismus, der das irdische Gottesvolk Israel vernichten will und das himmlische Gottesvolk, die Gemeinde Jesu, blutigst verfolgt hat und heute noch verfolgt in anderen Ländern, Afrika, Südamerika, Kambodscha, Vietnam, Russland, wo auch überhaupt der Kommunismus hingekommen ist. Und das ist die Abschlussfrage für uns. Das ist die Botschaft des Propheten Hesekiel. Hier ist der Siegesruf von Golgatha. Wenn du dich bekehrst, wenn du zum Glauben kommst, wenn du dich zu dem Welterlöser wendest, bekommst du seine ganze Gnade. Erfährst du Römer 9, wem ich ganz gnädig bin, dem bin ich ganz gnädig. Und wes ich mich erbarme, das erbarme ich mich ganz und nichts und niemand in der Welt kann dich aus meiner Hand reißen. Römer 8 zum Schluss, weder hohes noch tiefes, Engelmächte, Fürstentümer, nichts mehr kann entscheiden von der Liebe Gottes. Und wer die Gnade und Liebe von Golgatha nicht will, bekommt das Gericht durch das Land Israel. Der Erste und der Zweite Weltkrieg entschied sich an Israel. Und auch der Dritte Weltkrieg wird sich an Israel entscheiden. Wer euch antastet,
euch Israel tastet den Augapfel Gottes an. Es heißt an einer Stelle, der tastet seinen eigenen Augapfel an. Es geht ins eigene Auge zurück. Und nun stehen wir als glaubende Gemeinde in Westeuropa. Nun stehen wir hier als Halbbekehrte. Nun stehen wir hier als kindergläubige Eltern. Nun stehen wir hier als solche, die Randsiedler, Zuschauer sind, die auch in dieser Woche dabei gewesen sind. Was hören wir Neues? Was vernehmen wir hier? Was wir heute Abend vernommen haben, ist das zentralste Wort für uns. Gog von Magog kann morgen sein. Ich rede jetzt gar nicht mehr von der Wiederkunft Jesu, die auch heute und morgen sein kann. Ich rede jetzt von dem, was auf der Welt geschehen wird. Es ist schon genug geschehen. Ich schreie manchmal zu meinem Heiland, Verzeihung, wenn ich das so offen als Evangelist sage, Herr, lass die Gnadensonne noch am Himmel stehen, dass wir noch evangelisieren können. Wir spüren, dass es Nacht wird. Von Jahr zu Jahr. Es wird von Jahr zu Jahr schwerer zu evangelisieren. Es kommen immer weniger Menschen zum Glauben, weil die Verstockung immer mehr überhand nimmt. Und wir sind heute Abend gefragt, auf was warten wir noch? Mit unserem glitzernden Auto, mit unserer Weltseligkeit, die wir hier im Westen so frönen, mit unserem vielen Geld, das wir verdienen, mit unseren schönen Kleidern, die wir uns kaufen. Was erwarten wir denn hier noch im Westen, wo wir wohl leben wollen und wo das gerichte Schwert über uns hängt? 24 Stunden sind sie am Rhein, am Atlantik. Da braucht Russland gar nicht zu kommen. Das macht die Deutsche Demokratische Republik alleine. Sie hat 10.000 auserwählte Spitzel in Westeuropa, die jede Fernsehanstalt, jede Rundfunkanstalt, jedes Rathaus, jedes Regierungsgebäude sofort besetzen. Und auf einmal sind wir aufgestanden und sind kommunistisch. Und dann kommt das Gericht über uns, von dem Hesekiel 39,6 sagt, Insel im Meer, Magog, wer die Liebe von Golgatha nicht will, bekommt das Gericht. Und wer den Sohn Gottes, der auf Golgatha starb, nördlich an der Stadtmauer von Jerusalem nicht will, der bekommt einen Beerdigungsplatz. Hier heißt er Hamona, beim Antichristen heißt er Hamagedon und in der Ewigkeit heißt er Hölle. Verdammnis. Ewige Verdammnis. Sie werden gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir fragen uns heute Abend, wie wir uns entscheiden wollen. Wollen wir weiter in der Gottlosigkeit, in der Gleichgültigkeit dahin leben, wo ihr doch genau wisst, dass ihr noch nicht erlöst seid. Wo ihr doch genau wisst, die glaubende Gemeinde am Ort kennt doch jeden, der bekehrt und wiedergeboren ist nicht. Wo ihr genau wisst, dass Jahre und Jahrzehnte um euch gebetet wurde. Wo jedes Gotteskind heute Abend genau durch den Heiligen Geist überführt ist. Wie hänge ich an irgendeine Sünde in dieser Welt, wo dieses Gericht vor der Tür steht. Atomraketen von Frankreich, die nur 120 Kilometer schießen. Sowas muss man sich vorstellen. Drei Verteidigungsgürtel im Westen, die quer längs durch Deutschland gehen, mit 7200 Atomsprengköpfen. Was bleibt dann von unserem Lande übrig? Verdient hat es unser Land. Sodom und Gomorra würde vor Scham erröten, wenn es die Gott- und Schamlosigkeit in unserem Lande sehen würde. Und wir beteiligen uns an dieser Gott- und Schamlosigkeit, statt wie Abraham, um die Seelen von Sodom und Gomorra zu schreien, zu ringen, in einem gottgefälligen, heiligen, abgesonderten Wandel auf den Herrn zu warten. Meinen wir nicht Wunder, was wir alles noch mit der Welt mitmachen müssen, wo die letzte Stunde längst eingeläutet ist durch den 14. Mai 1948, wo der Staat Israel gegründet wurde. Und wir merken, es verdichtet sich, es geht dem Ziele zu. Und darum frage ich heute Abend wieder an Christi Stadt, sind Seelen in unserer Mitte, die dem ewigen Gericht entrinnen wollen, den Gläubigen in unserer Mitte, die ihre Sünden loswerden wollen, sind Menschen in unserer Mitte, die heute Abend zu Jesus kommen wollen, koste es, was es wolle, bevor dieses furchtbare Gericht über die Welt kommt, bevor es für uns zu spät ist. Es kann so oder so zu spät sein. Ich habe es erlebt, dass Leute im Gottesdienst, vom Gottesdienst, zum Gottesdienst gegangen sind und sind gestorben. Ich habe es erlebt, dass Menschen nicht mehr Buße tun konnten. Ich habe in einem unserer Rundbriefe von einer Frau geschrieben, die sie bekehren will. Und sie kann sich nicht bekehren, weil sie verstockt ist. Sie kann nicht. Wir ringen seit fast 2 Jahren um diese Seele. Sie kann nicht zum Glauben durchbringen. Es ist grauenhaft. Und wenn das alles nicht wäre, könnte der Herr heute kommen